da machen wir uns mal nichts vor. Alter, hat Lukas ein Ding zu laufen. Aber wirklich. Krass. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. So, warte mal kurz. Ich schau mal, ich habe die blaue Schlusskarte, die werde ich da mal erstmal reinzastern. But first, I'm putting back the Kassette. So, die haben wir erstmal eingepackt. Schlangenschlüssel, warte mal, können wir jetzt nochmal irgendwo. Zoom. Zoom wird überbewertet. Nee, ja, warte mal, wir haben ja noch beim hinterm Esszimmer. Da war ja noch was. Naja. Und zwar hier ist noch der Krähenschlüssel. So, okay. Und der Geschoss, oder? Schlangenschlüssel. Schlafzimmer der Eltern. Okay, können wir auch noch hin. Zweite, alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal. Okay, wir gehen jetzt erstmal die blaue Schlüsselkarte abgeben. Jetzt muss man hier wirklich vorsichtig sein, irgendwie. Gehen wir hier jetzt anscheinend auch mal irgendwelche Mistviecher rumkrauchen. So, eine haben wir. Oh, hallo. Eine haben wir. Hm. So, schau. Hier hinten war ja noch das eine Schattenrätsel. Tja. Der Zahl fehlt. Das hier aufzumachen. Moment. Ich will mal kurz was ausprobieren. Also ist jetzt wirklich ganz doll in der Hand herbeigezogen, aber vielleicht dadurch, dass wir eine Zahl suchen, da ist ja gut. Ist ja gut. Würde ich ganz gerne mal die Spielzeugaxt. Könnte doch ohne 7 werden, oder? Oder? Was sagt er? Wir probieren es mal. Lalalalalalalala. Bitte, 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 so. Jetzt mal down drücken. Das wäre natürlich geil. Ups. Ja! Ja, geil! Das hat funktioniert. Ah, ein Stabilizer. Nice. Ja, komm, den geben wir uns auch gleich mal, ne? Nachladegeschwindigkeit erhöht. Geil, cool. Ja, man muss auch mal Glück haben, irgendwie. Es war jetzt wirklich etwas an den Haaren herbeigezogen, dem Spielzeug. Weil, aber es hat funktioniert. Das ist natürlich geil. So, hier, das hatten wir rausgeholt, das Reparaturkit. Hier war diese Münze war hier drin. Ne? So, gehen wir hoch. Oder komm, wir gehen mal hinten durch. Lasst mich mal schön in Ruhe, Freunde. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie geil diese Sounds hier im Spiel sind. Irgendwie, man ist wirklich
Es passiert nichts, ne? Man wird aber kurz mal halt musikalisch so untermalt, irgendwie, dass du denkst. So, und zwar hier hinten. Der Krähenschlüssel. Und das da hinten. Da würde ich mal sagen, das. Also entweder das ist eine Gatling Gun oder halt so ein kleiner Granatwerfer. Und Gatling gab's, glaube ich, noch nie. So eine Submachine Gun gab's mal in der Resident Evil Serie. Deswegen hoffe ich einen Granatwerfer. Für den Tyrant. Schön. Ja! Geil. Wir haben den Granatwerfer, Freunde. Oh. MacGyver-Teil hier. Irgendwie schön selbst zusammengebaut hier. Wunderbar. Flintenmunition. Flammengranaten. Geil. So, was haben wir noch? Schießpulver. Schießpulver ist sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Pistolenmunition, dadurch, dass ich halt einfach drastisch rumnube. Kein Aim habe irgendwie. Gehen die natürlich schnell raus. Können wir etwas tun? Nee, kann nicht irgendwie. Kann leider nicht irgendwie cool stacken. Ist das ein Teil, ey. So, schauen wir mal. Was ist das? Starke flüssige Chemikalie. Schade. Tja, denn der nächste. Der nächste Speicherpunkt wäre quasi, wenn wir hier wieder rausgehen. Ja. Genau hier. Die nächste Kiste quasi. So, also ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal nochmal den Granatwerfer aus, weil ich denke mal, jetzt werden wir noch nicht brauchen irgendwie. Wahrscheinlich erst zum späteren Zeitpunkt relevant. Die Granaten raus. Flintenmunition raus. Wir nehmen die Tabletten raus. Der Krähenschlüssel, den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, weil oben war noch ein Schlangenschloss. Das probieren wir mal aus. Klick, klick, klick. So, mal kurz hier. Bisschen, wenn ich jetzt, warte mal, wir haben doch, ich könnte jetzt auch, habe ich nicht noch Plus-Munition? Oh, ja, egal, verhauen mal. Dick alle rausgeballert, ja, habe ich. V, komm, wir sortieren mal durch. Dann würde ich sagen, wir machen uns kurz Munition. Starke Flüssigkeit, da kommen wir niemand, starke Chemikalie. Verbesserte Pistolen, Munition, Kugeln. Okay, gut, das packen wir mal aus. Das haben wir. Ansonsten habe ich. Nope. Kein weiteres Pistolenpulver. Schwarzpulver. So, gut. Jetzt holen wir uns noch schnell den Rest, die starke Chemikalie. Mit einer starken Chemikalie irgendwie pimpen oder tatsächlich? Ja, stimmt, ja, Brandgranaten. Okay. Nice. So. Ich würde nichtsdestotrotz, sorry für den kleinen Umweg jetzt, aber ich würde wirklich nochmal schnell die kleinen Granaten rauspacken, weil ich denke, ich werde die Slots brauchen irgendwie. Die sind ja mal etwas spärlich gesät bei Resident Evil. Obwohl wir hier wirklich noch. Da sind sie ja noch sehr großzügig. Kriegt man ja eine Menge mit. So, das kommt raus. Pistolenmunition haben wir, das haben wir. Okay. Die Arznei nehme ich nicht mit noch zusätzlich.
Ja, okay. Dann rennen wir mal hoch und benutzen da den... Hello? Ja, das ist blöd. Nicht an den Seiten runterkommen. Okay. Achso, ein dynamischer Läufer, der Typ, ne? Quasi der U-Symbol der Videospielgeschichte hier. So, komm. Schub, schnell mal auf. Oh, verpiss dich. Verpiss dich. Boah. Ach ey, jedes Mal. Jedes Mal, ey. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Oh Gott. Ach, Mäuschen. Wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Das geht so nicht. Ah, Schnuffi. Ah. Okay. War da nicht gerade irgendwas? Tja, mir war, als wenn da gerade irgendwas aufploppte, aber kann mich auch geirrt haben. Was haben wir da? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Aha, dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Oh. Ah, alles klar. Kleines Uhrzeiger-Rätsel. Kleines Uhrzeit-Rätsel. So, der wird wahrscheinlich verschlossen sein bei meinem Glück. Oder nicht? Oh, ein Dietrich. Ach, jetzt, wenn sie wirklich sich überall so kleine Boxen hingestellt haben. Nein, ich möchte noch meine Mahn sammeln. Das ist meine Mahn sammeln. Nice. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir noch Pistolenmunition. Lass mich mal vorbei, Mäuschen. Nüchte. Ach, hier hat sie sich anscheinend ein bisschen hübsch gemacht. Sitzt hier dein Zimmerchen? Sitzt der Vater? April 1980. Jack tritt den Marines bei. Ah, oh, ist halt schon. Harter Knochen. Oh, was ist denn das? Hier, guck mal, guck. Hier, guck mal, schau. Sie können noch mehr Objekte jetzt tragen. Fantastisch. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Naja, wie was? Ich habe das Ding doch. Ach, ja, okay, alles klar. Gut. Haben die wirklich gedacht, dass man zuerst hier ist? Sehr interessant. Das ist ja wirklich sehr interessant. Was haben wir da? Ein Schatzfoto. Ein Schatzfoto ist immer schön. Nein. Also da bin ich der Meinung, das habe ich noch nicht gesehen. Oder? Haben wir das schon mal gesehen? Waren wir das schon mal? Irgendwie so ein Folienraum? Im Keller vielleicht? Hm. Naja, wir gucken mal weiter. Oh, noch ein Herb. Das nehmen wir mit. So. Tja, that's it. Haben wir jetzt nochmal irgendwo hier eine Uhr? Ist eine Uhr. Da gehen wir mal hin.
Viertel 11. Viertel 11. Na dann. Sorry. Also wenn das Ding jeden Morgen so passiert, wenn der Wecker angeht. Na, okay. Okay, das sieht mir auch wieder so ein bisschen so nach Point of No Return aus, hier, wenn ich hier drin hüpfe. Warte mal. So, hier konnte ich noch einen Dietrich benutzen. Hier nicht. Abstellraum, Kinderzimmer. Ach, siehste, ich wollte unten nochmal kicken, ob die Flinte auszutauschen wäre. So, Safe Room. Hier ist auch nochmal. Dietrich vonnöten. Das Ding ist verschlossen. So, ansonsten. Ja. Also, ich habe jetzt auch keinen anderen Anhaltspunkt, wo wir die Schlüsselkarte herbekommen können. Ich würde einfach mal sagen: Do it. Go in. Ja. Schön. Jans Schau. Der wird dunkel wie ein Bärenarsch hier, ey. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ach komm, Alter. Ich frage mich so oft, warum. Irgendwie, ich möchte Kunst mit lebenden organischen. Oh, die Zugangskarte, das ist natürlich geil. Das will ich schon gefunden. Aber warum macht man Kunst aus Kadaverteilen? Also, das ist so. Da. Nee. Nee. Also, das zeugt wirklich von einem hochgradig gestörten Charakter. Oh, Blutsuppe hier, ey. Oh, nee. Kann man noch schöne Blutwurst machen. Ekelhaft. So, was haben wir hier? Schön. Verbesserte Pistolenmunition. Die ist immer gerne sehen. Bitte, lass sie mich jetzt nicht gleich brauchen. Ich bin bewaffnet wie der letzte Lump, Alter. Ja, okay. Man könnte noch ein bisschen mit dem Flammenwerfer hantieren. Reload, baby. Oh, fuck, ey. Fuck. Oh, wie das stinken muss. Boah. Bäh. Cursor doch schon wieder. Intrige. Moment mal, warte mal, wo sind wir? Okay. Hier sind wir. Oh, fuck, schnell weg. Oh, shit. Bleib mal schön da unten, mein Freund. Und, kommt er hoch? Oh, ja, er kommt hoch. Oh, scheiße. Und? Ja, nein. So ist halt wirklich, ist schon ein bisschen schissermäßig hier, aber ich
Ihr habt gesehen, wie ziele und wie ich schieße. Also das ist, ich glaube, das geht nicht gut für uns aus, wenn ich jetzt anfange, gegen die Dinger hier zu schießen irgendwie. Mit meinen, naja, 29 Schuss. Okay. Gut. Dann lass uns doch mal die rote Schlüsselkarte benutzen. Wo ist? Hey Kumpel! Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät! Lass mich mit Mia sprechen! Nein, nein, nein! Du musst dich erst bieten lassen! Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ah, das ist doch schon wieder so ein Vieh, ey. Feuer scheint dich aber auch so, ja, nicht so wirklich zu interessieren, ne? Und wie wenn du dich gerade wirklich auf den Kopf hältst. Also so eine richtige Mannstoppwirkung haben die... Oh! Eine richtige Mannstoppwirkung haben die nicht. Verrecker! Okay, Freunde, na dann. Oh, Scheiße. Oh, Let's play. Ja, let's play. Ist schön. Einmal Enter the Thunderdome. Ja, das sind auch ungefähr die gleichen Verhältnisse, wie Benny seine Let's Plays aufnimmt. Okay. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby.
Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! Alter. Ethan! Also, sag mal bitte einer, dass hier das Character Modeling ja jetzt einfach mal nicht der Hammer ist. Also das ist ja wirklich. Also, Hammer, Hammer. Ich bin absolut sprachlos. Es ist grandios. Wirklich. Ich wette auch, dass der Typ für die Muku-Kunst unten im Keller verantwortlich ist. Diese schönen, tollen Gebilde mit den Sägeblättern. Tendenziell bin ich immer sehr skeptisch, wenn ich irgendwie so Folien sehe an den Wänden, die blutbespritzt sind. Und Herb. Minen. Oh, echt, da so Stolperdrahtminen, ey. Dieser Penner. So, die Frage ist, reicht das, wenn ich drunter durchkrauche, oder? Oh, ja, es funktioniert. Es funktioniert. Oh, jetzt muss ich hier wirklich aufpassen. Überall Traps. Oh, nee. Oh, krass. Dieser Wichser, dieser Blöde. Pistolenmunition. Super, finde ich gut. Pistolenmunition ist immer gut. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wie ist denn die? Dieser durchgeknallte Wichser, ey. Okay. Hier würde ich sagen, kann ich auch durchkriechen. Oh, hey, hey, schaut mal, Leute, dort vorne. Das war auf dem Schatzfoto. Was ist denn das für eine Malerrolle? Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Quatsch? Macht doch kein Handgelenk mit, Leute. Oh, 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 oh. Hier vorne ist was gespannt. So, aber wir gehen erstmal hier. Zusatz. Oh fuck, Alter. Oh. Okay, also hier würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, wenn wir jetzt da hinten nicht irgendwas verschieben können. Vielleicht mal kurz, ob wir was verschieben können. Ansonsten sind wir, glaube ich, etwas am Arsch. Irgendwie. Und wir müssten. Ich glaube, wir müssen auf die Mine schießen. Du hast ein wirklich gutes Auge. Kommt einer vorbei? Ja, da müssten wir eigentlich, oder? Ja. Los, komm. Ist hier vorne noch was? Nee, scheint nicht so. Okay. Hm.
Ja, ne? Hässliche, verstörende Mannequin hier drin. Aber jetzt mal ohne Scheiße, das ist doch eine Falle, oder? Das Ding so zu positionieren. Okay, also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn wir jetzt irgendwo mitten im Haus wären und das Ding steht da irgendwie so und wir müssten nicht vorher durch drei Räume mit Fallen durch, irgendwie würde ich natürlich sagen, hey cool, eine Holzkiste. Ja, baff, kaputt machen. Aber wir sind gerade durch zwei Räume mit Minen durchgekrochen irgendwie und hier steht eine Kiste mitten im Weg. So, also ich wäre mal gespannt, was ihr sagen würdet. Haut's mal in die Kommentare irgendwie, was ihr machen würdet. Würdet ihr die Kiste kaputt machen oder würdet ihr denken, das ist eine Falle und untouched lassen? Ich bin gespannt. So, okay, wir haben Glück gehabt. Wir haben wirklich Glück gehabt. Lukas, du Wichser, du Blöder, Alter. Ich hab's doch gewusst. Da dachte ich eigentlich, dass du bei der vollen Kiste ist. Ja, hat er mich jetzt gekriegt mit. Oh. Oh, shit. Oh, ich glaube, hier kommen wir nicht dran vorbei. Hier müssen wir feuern. Sei vorsichtig, die beißen zurück. Komm ich hier durch? Müsste ich eigentlich, ne? Die Frage ist, liegt das Risiko ein? Ich muss ja glaube ich einnehmen, weil... So, hier ist Ende, Melende. Okay, gut, dann werden wir mal hier, Jans. Vorsichtig. Ist hier noch irgendwo was? Oh, dieser Penner, ey. Einfach nur mal zur Sicherheit. Einfach nur zur Sicherheit. Okay. Kiste, dann würde ich erstmal sagen, wir packen das hier mit ein. Das Reparaturkit. Die hauen wir auch erstmal hier rein. Flintenmunition. Schlangenschlüssel würde ich auch erstmal rauspacken. Scheiße, das ist doch... Ach du Scheiße, das ist doch der Raum, wo er den da rein geschliffen hat, oder? Oh nee, oh nee. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Ja, toll. Ich bleib mal beim ersten. Null. Acht. 14. Aber der Sound ist geil. Das ist der original Resident Evil 1 Sound. Und? Im Video war es vorhin zu hören, wenn er die Bestätigungstaste drückt. Oh! Dieser blöde Wichser. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, weil die anderen Zahlen hätte ich mir jetzt nicht gemerkt, irgendwie. Ja, okay, gut. Mach ich jetzt. Scheiße. Hätte er es gehört.